Sollen wir erstmal was essen wieder? Achso, die habe ich ja alle leer gemacht, ne? Ah, die habe ich schon nicht. Hahaha. Badadidadadam. Ene mene Moonraus bist du. Hier müsste noch ganz viel davon drin sein. Und hier hinten ist das ganze Wasser drin, was ich produced habe. Sehr schön. Zack, zack, zack. Dann ist hier mal wieder voll. Ach, guck mal, was kulinarisch war, was so. Ach, Shea. Träumsche, Mustare, Träumsche. Sehr gut. Also nahrungstechnisch geht es uns eigentlich schon mal relativ glücklich. So. Können wir jetzt hier weitermachen? Robla, wo sind wir dann? Gehen wir wieder in den Keller, buddeln wir ein bisschen weiter. Das macht uns glücklich, macht uns heide. Bis wolkig. Mit Aussicht auf Fleischbällchen. So. Können wir gleich über das nächste Thema reden? Das da lautet: Wurstfachverkäuferin im Finanzcheck. Nee. Ich lasse mich ja immer inspirieren von irgendwelchen Videos, die ich bei irgendwelchen Leuten gucke. Meistens sind das eigentlich irgendwie Videos vom dunklen Parabelritter oder auch mal von Rezo. Die haben eigentlich immer ganz spannende Themen, mit denen die sich so beschäftigen. Und dann kommen da mal gerne Themen auf, über die ich dann auch mal so nachdenke, wo ich aber in gewissen Punkten so manches immer ein bisschen anders sehe als die erwähnten anderen. Und jetzt war da zuletzt ein Video, da ging es um Cancel Culture. Das war ein Video gewesen, auch wie genau, vom Parabelritter. Der war da in irgendeiner kleinen Talkshow eingeladen, zusammen mit irgendwelchen Aktivisten und einem CDU-Politiker. Ich persönlich denke mir da wieder, das ist so. Ist diese Konstellation wirklich so sinnvoll? Werden da die Leute zusammengerufen, um in einer schwierigen Frage eine sinnvolle Lösung zu finden? Oder ja, warum lädt man Aktivisten und CDU-Politiker ein? Doch eigentlich nur zu dem Zweck oder in dem Wissen, dass die sich nicht einig werden. Sondern dass die sich eigentlich gar nicht von ihren Standpunkten her gar nicht einig sein können. Oh, da ist Eisen. Jetzt war der Alex, also der Dr. Parabelritter, auch eher so ein bisschen kontra-CDUler. So, wo ich auch später das Gefühl habe, dass das Video, das ich gesehen habe, war ein Reaction-Video vom Alex selbst auf eben diese Talkshow, bei der er war. Es gab gewisse Kritikpunkte, die ich von seiner Seite aus absolut verstanden habe. Aber diese ganze Sache war eigentlich, ja, also diese Talkshow lief genau so, wie man es im Grunde genommen eigentlich von vornherein hätte erwarten können. Wenn man eine Aktivistin einem CDU-Politiker gegenübersetzt, dass beide natürlich ihren Standpunkt haben, ihre Meinung haben und keiner den anderen wirklich sinnvoll ausreden lässt. Und am Ende kommt bei der ganzen Diskussion eigentlich nichts rum. Die grundsätzliche Frage war, erstmal ist Cancel Culture was Gutes oder halt eher nicht so? Und da geht es von vornherein eigentlich schon mal direkt los, dass da auch eine Definitionsfrage erstmal im Raum steht. Was ist eigentlich Cancel Culture oder wie will man Cancel Culture jetzt für sich definieren? Auf der einen Seite sagen die einen, also so war es doch da auch in dieser Talkshow gewesen, dass diese Cancel Culture oder überhaupt dieses Cancel eigentlich jetzt nur eine Möglichkeit ist, durch die neuen Medien, durchs Internet und ähnlichen, jetzt auch mal wirklich bewusst was gegen höhere Tiere, wenn man so will, sagen zu können, was man vorher nicht konnte. Und dass man jetzt endlich mal, ja, auch die Chance hat, an so quasi Unantastbare ranzukommen, ne? Das ist so, jetzt beispielsweise diese
MeToo-Bewegung ist ja sowas, wo es jetzt darum geht, halt wirklich auch mal Menschen anzukreien, die vorher wirklich irgendwie gefühlt unantastbar waren. Und jetzt hat man aber durch die Medien bessere Chancen. Naja. Halte ich persönlich für eine gute Sache. Wenn man jetzt einfach mal ein allgemeines Beispiel nimmt, ist ja auch immer wieder das spannende Thema mit der katholischen Kirche und den Missbrauchsvorwürfen. Da kann man jetzt natürlich auch über Internet und ähnliches viel stärker auch mal gegengehen und von vielen Seiten aus quasi laut aufschreien und sagen, hier, hallo, wir sind da und wir finden es nicht gut. Das ist aber was, was man nicht unbedingt gut finden sollte. Aber ich interpretiere das eigentlich nicht so als... Was ist halt diese Cancel-Teil? Oder was ist überhaupt jemanden zu canceln? Für mich, wenn man mal die Übersetzung betrachtet, wie will man überhaupt dieses Wort Cancel übersetzen? Für mich ist Cancel etwas, wenn man da jetzt überlegt, wenn man da am Rechner was macht, wenn man da irgendetwas cancelt, so, da ist das so wie so ein Abbruch eigentlich. So ein kompletter. Etwas canceln ist eigentlich, ja. Wie beschreibt man das? Eigentlich schon auch aus so einer Annullierung oder so, wenn man will, ne? Also, etwas. Es ist halt so ein Komplettabbruch eigentlich einfach. Also. Wenn ich den Vorgang cancel, wenn ich am Rechner irgendwas mache und dann breche ich das mit Cancel ab, dann mache ich eigentlich etwas komplett ungeschehen. Vollständig rückgängig weg. So. Es ist dann auch komplett nicht mehr existent. So. Und das ist für mich so diese Interpretation der Cancel Culture. Nämlich etwas, wenn man etwas cancelt, für sich quasi unexistent machen. So will ich das vielleicht mal ausdrücken. Etwas für sich selbst unexistent machen, wenn man das so ausdrücken kann oder möchte. Das ist Lied, ist auch nicht. So. Und, das ist für mich eigentlich dann nicht so dieser Punkt, dass man sagt, ja, es geht darum, jetzt endlich mal so die großen, unantastbaren auch mal angreifen zu können, dass man auch mal was gegen, ja, gegen Leute sagen kann, die sonst immer verschont geblieben sind, dass wir das... Wenn das vom Ursprung so gemeint ist, dann ist der Ursprungsgedanke ja kein schlechter, aber... immer so schön einer gesagt, das Gegenteil von böse ist nicht gut, sondern gut meinen. Nee, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut meinen. So. Ja, ja, noch den Spruch für Basel, du Depp. So. Ist vom Prinzip her ja ganz nett, wenn man etwas, ja, aber es ist immer die Frage, was draus wird. Ich nehme mal da auch jetzt das Beispiel Johnny Depp jetzt. So, dafür das Beispiel zum Beispiel. Das ist für mich sowas, wie ich dieses Canceln auch interpretiere. Nämlich das, was als die ersten Vorwürfe gegen Johnny Depp kamen, Disney getan hat. Disney hat nämlich Johnny Depp gecancelt. Disney hat nämlich Johnny Depp zum Beispiel Ausflug der Karibik aus gecancelt. Nämlich rausgestrichen, eliminiert, entfernt. So, weg. So. Und das ist dann auch so also meine Interpretation des Cancels, was Disney eben mit Johnny Depp gemacht hat. Und, ja. Nämlich etwas, oder in diesem Fall jemanden, nicht existent machen. So, er war in einem geplanten, wo waren wir, 5., 6., ne, 6. Teil, glaube ich schon, Fluch der Karibik, auf einmal aufgrund dieser Vorwürfe, die im Raum standen, nicht mehr existent.
Und das war von meiner Seite aus, also habe ich das von Anfang an schon interpretiert, schon vollkommen nur Schwachsinnshandlung. Alles ist so. Ich weiß nicht. Wir möchten in unseren familienfreundlichen Filmen keine Schauspieler beschäftigen, die Dreck am Stecken haben. Wollen wir denken, wollt ihr keine Schauspieler beschäftigen, die Dreck am Stecken haben? Oder wollt ihr keine Schauspieler beschäftigen, bei denen es offensichtlich ist, dass sie Dreck am Stecken haben? Geht es euch also wirklich um die Moral und darum, dass ihr das nicht gut findet, was da passiert? Oder geht es euch eher einfach nur darum, dass ihr Angst habt, dass das auf euch ein schlechtes Bild wirft? Das ist einfach so der nächste Punkt. Warum wird überhaupt was oder jemand gecancelt? Geht es dabei wirklich darum, ein Statement zu setzen und zu sagen, wir finden das nicht gut? Oder geht es bei dem Ganzen doch viel eher eigentlich darum, dass ihr einfach nicht in Verbindung gebracht werden möchtet mit etwas, das vermeintlich schlecht ist? Was soll ich denn für Quatsch? So. Weil es euch da um euren eigenen Ruf geht. Und in dem Fall nicht nur um euren Ruf, sondern auch um die Verkaufszahlen. Denn da sind wir dann beim nächsten Punkt. Canceln, bevor man selbst gecancelt wird. Weil, was passiert denn, wenn jetzt offen wird, offensichtlich wird, okay, da ist was nicht in Ordnung mit dem Herrn Depp. Mit diesem Deppen da. So, vielleicht hat seine Frau am Ende ja doch recht und es ist wirklich so abgelaufen, wie die da behauptet hat, die... Ich hab ihren Namen vergessen. Ging massenweise durch die Medien, ganz großes Ding gewesen und ich kann mir nicht mal den scheiß Namen merken, da ist keine Ahnung. Whatever. Und im Strich ist es auch egal. So, Amanda hört. Hört. So. Ja. So, genau. Das ist halt so der Punkt, den ich dann da sehe. So dieses Gefühl, es geht hier doch am Ende. So, holen wir nochmal mehr Kram hier aus Sacken oder was Dings im Mund. Das ist auch schick. So. Am Ende geht es doch nur um den eigenen Ruf, der dadurch gefährdet werden könnte. Ja. Auf jeden Fall hat das Ganze ja letztlich verursacht, dass, wie gesagt, Johnny Depp da seine Chance auf seinen Captain Jack Sparrow verloren hatte. Das ist jetzt nur einer von vielen Aufträgen. Johnny Depp ist da jetzt vielleicht finanziell nicht von abhängig, aber schade ist es ja trotzdem irgendwie. Und das ist ja so oder so, egal ob er es nötig hat oder nicht, ist es ein Verdienstverlust, der einfach nur deswegen, da ist ein Nitrat drin, wie nice, nur deswegen entstanden ist, weil seine bekloppte Ex-Frau ihm Klagen an den Hals jetzt hat, die vielleicht völlig unnötig waren. Wobei man auch da nicht weiß, wer jetzt am Ende recht hatte oder nicht, weil gerade auch durch das klassische amerikanische Geschworenengericht, wo einfach irgendwelche Zivilleute nach Gutdünken recht sprechen dürfen, wenn man so will. Gut, der Richter muss sich nicht an die Empfehlungen der Geschworenen halten, aber warum sollte er sich selbst den Hut aufsetzen, wenn er geschworen hat, die einstimmig sagen, Johnny Depp war es nicht, warum soll er dann sagen, oh stopp, aber doch, macht er sich ja auch nur unbeliebt. Also. So, letztendlich liegt ja das Recht so ein bisschen in der Hand von irgendwelchen Privatleuten und gerade bei diesen Verhandlungen könnte man jetzt von ausgehen, dass Johnny Depp deswegen gewonnen hat, weil er einfach die größere Reichweite und die größere Community hat. So, ist dann, ob das wirklich juristisch sinnvoll ist oder nicht, aber das ist eine ganz andere Frage. Darum geht es in dieser Thematik mit der Cancel Culture auch gar nicht. Auf jeden Fall finde ich das prinzipiell dann an der Stelle auch nicht in Ordnung, dass Johnny Depp ja im Grunde genommen schon gecancelt wurde, bevor überhaupt klar war, wie die ganze Sache ausgeht. Ich meine, man hätte jetzt theoretisch auch einfach mal abwarten können,
wie die Gerichtsverhandlungen ausgehen. Und hätte er verloren, hätten wir dann immer noch sagen können, ja, tut mir leid, aber dann wollen wir mit dir nicht zusammenarbeiten. Da schieße ich doch lieber mal eine Kugel in den Fels. So, da sehe ich das Problem in dieser Cancel Culture, dass dieses Cancel nämlich genau auf diese Weise verwendet wird und nicht auf eine sinnvolle Weise, dass man auf Missstände hinweist, auf die man wirklich mal hinweisen müsste und sollte, sondern dass dieses Cancel viel eher dafür genutzt wird, fast auf diese kindische Weise könnte man sagen, du bist doof, mit dir spiele ich nicht mehr. So, du hast was gemacht, was ich nicht in Ordnung finde, und jetzt finde ich dich doof und jetzt boykottiere ich dich. Das ist, weiß ich nicht. Des Weiteren habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn irgendwo was passiert, was man nicht gut findet. Genau wie mit diesem... Wie ist er da... Ich kann mir echt keine Namen von irgendwelchen Promis merken, die mir völlig scheißegal sind. Ist der Schliemann? Der Schliemannsland? Ich weiß nicht. Hat er dieser Fuzzi da, der da seine eigene Welt aufbauen wollte und dann irgendwie so ein bisschen mit seinem, was weiß ich was, Zeug, ein bisschen Scheiße gebaut hat. So. Der ist ja dann auch erstmal weggecancelt worden und alle haben sich entrüstet und alle, und wie kann er nur, und mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Es ist immer so dieses, ja, genau. Wie ich gesagt habe, dieses mit dir spiele ich nicht mehr. Dieses mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. So. Wenn ich mir immer denke, in vielen Bereichen wäre es vielleicht sinnvoller, anstatt einfach zu canceln und zu sagen, oh, davon distanziere ich mich, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Erstmal sich vielleicht trotzdem mit der Sache befassen und erstmal irgendwie gucken, ist das was, regelt sich das wieder? Hat er da vielleicht mal Scheiße gebaut, aber es tut ihm leid? Oder muss man immer von vornherein gleich canceln und sich distanzieren und sagen, nö. Macht man das am Ende nicht vielleicht einfach, weil es viel bequemer ist, als sich mit einer Sache auseinanderzusetzen? So wie beispielsweise auch eine AfD im Grunde genommen im Allgemeinen pauschal gecancelt wird. Alles, was in irgendeinem Zusammenhang mit AfD steht, ist von vornherein unbeliebt, ist rechts, mögen wir nicht. So. Finde ich auch nicht in Ordnung. Weil natürlich ist in der AfD ein relativ großer rechter Flügel eindeutig vorhanden. Und jetzt könnte man auch sagen, ja, wieso sollte ich Respekt haben vor einer Partei, die Rechtsradikale in den eigenen Reihen tatenlos duldet? Also ganz tatenlos ist es auch nicht immer, aber natürlich könnte man auch sagen, wieso ist so ein Bernd Höcke, haha, ich sag bewusst Bernd, weil ich ihn nicht mag, so, immer noch so groß dabei, dann scheint sich die AfD ja in der Tat nicht wirklich von rechts distanzieren zu wollen, wenn dann Höcke immer noch Thüringer Parteivorsitz Dings ist. Schwierig. Dennoch gibt es auch viele, die eine AfD wählen, nicht weil sie rechtsradikal sind. Auch im Osten, in Sachsen und so weiter, Sachsen, Thüringen, wo die AfD große Erfolge hat, sind nicht alle rechtsradikal, nur weil sie die AfD wählen. Sie sind auf dem Grund auf sehr unzufrieden, und es gibt mit Sicherheit im Osten auch sehr viele Protestwähler, die aus Protest die Linke wählen, irgendwelche sonstigen Parteien oder keine Ahnung, die Partei. Aber natürlich gibt es halt auch viele, die aus Protest die AfD wählen. Und das liegt so ein bisschen daran, dass die halt einfach am präsentesten ist von allen Randparteien, wenn man so will. Aber das... Kurz und gut, es sind nicht alle rechtsradikal, nur weil sie die AfD wählen. Und das ist dann immer so eine Sache, man müsste sich mit der Thematik einfach mal viel intensiver befassen. Und das gilt für die rot-grünen versifften Linkswichser, das geht für Privatleute wie auch für Politiker. Das ist nämlich dann auch dieses Problem der Cancel Culture, wenn man von vornherein sagt, die
die sind alle rechts, die mag ich alle nicht, so, die werden abgestempelt und gecancelt. Da muss man sich nämlich auch mit der Thematik nicht befassen. Das ist aber falsch, man muss sich damit befassen. Man muss sich auch mit AfDlern auseinandersetzen. Man muss sich damit auseinandersetzen, was wollen die, was will die Partei, was wollen die Leute eigentlich, die diese Partei wählen. Und man kann die nicht einfach abstempeln als doof, man mag sie sich nicht und dann ist der Fall für einen erledigt. Und deswegen funktioniert meiner Meinung nach diese Cancel Culture nicht. Weil das keinen Sinn ergibt, einfach von vornherein zu sagen, ne, sowas wird meiner Meinung nach heutzutage auch zu häufig in Beziehungen gemacht. Ne? Wenn es zu Streitpunkten kommt, das ist mir zu anstrengend, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann wird, anstatt sich miteinander auseinanderzusetzen und die Probleme zu lösen gemeinsam, wird schneller Schluss gemacht, sich scheiden gelassen und so weiter und so fort, weil es einfach einfacher ist. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Und deswegen finde ich Cancel Culture in der Form auch nicht richtig. So, das wollte ich dazu gesagt haben. Das ist so meine Meinung, mein Fazit zu diesem Thema.